Herr Bürgermeister, tolle Aktion. Heute wurde eine Straßenbahn präsentiert, um auf das Impfproblem auch aufmerksam zu machen und mehr Menschen zu motivieren. Wie ist es zu dieser Aktion gekommen? Ja, wir haben jetzt im Herbst zwei große Herausforderungen. Zum einen das Coronavirus zu begleiten, das uns noch längere Zeit beschäftigen wird. Zum zweiten aber die normale Grippe, die Influenza, als ernste gesundheitliche Herausforderung zu erkennen. Der Peak, der Höhepunkt der Grippewelle ist meistens im Jänner, Februar in Wien. Und wir wollen deshalb jetzt schon im Herbst Vorkehrungen treffen. Und nachdem es einen Impfstoff gegen Grippe gibt, die Wienerinnen und Wiener einladen, auch von dieser kostenfreien Impfaktion Gebrauch zu machen. Das kann man in den Impfzentren der Stadt Wien, in Spitälern wie zum Beispiel in der Hera, bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. Da machen bereits 600 mit, 400 davon sind Kinderärzte. Und mit der Impfbeam haben wir ein zusätzliches, sehr niedrigschwelliges Angebot, das auf die Impfaktion aufmerksam macht. In der kann man sich dann auch impfen lassen. Und ich kann nur den Wienerinnen und Wienern empfehlen, nachdem es einen Impfstoff für die Grippe gibt, auch von diesem kostenfreien Angebot Gebrauch zu machen.